Hallo und herzlich willkommen zurück bei Lost Island. Ja, ihr hört schon, meine Stimme ist von der Erkältung jetzt auch leicht angeschlagen. Aber nichtsdestotrotz versuchen wir jetzt doch noch ein bisschen Ark zu spielen. Und ja, wie gesagt, vielleicht wird die Folge nicht ganz so lang. Mal schauen, wie lange meine Stimme mitmacht. Auf jeden Fall habe ich vor, dass wir heute vielleicht uns noch mal eventuell ein Tier suchen, mit dem wir Wimmern-Eier klauen können. Und ihr habt mir da einen Tipp in die Kommentare gegeben, den ich vielleicht gerne mal ausprobieren wollen würde. Und zwar, wir haben ja immer noch keinen Namen. Ja, so ein Mist. Und zwar eine Motte. Weil wenn man mit der Motte den Wimmern ins Gesicht pupst, dann werden die Wimmern ja entsprechend langsamer. Und ich glaube, Motten kann man auch ganz gut auf Speed leveln. Von daher dachte ich, probier mal das nochmal. Allerdings müssen wir für die Motte nochmal in die Wüste. Und ich hoffe, unser Tienchen bleibt auch hier drinne. Weil, wo ich eben hier ins Spiel gekommen bin, ist Tienchen hier vorne fröhlich rumgeklitscht. Anstatt da in ihrem Abteil zu sein. Also bin ich mal gespannt, wo wir nachher Tienchen dann finden werden. Wir holen mal Angelo. Ich habe auch den Tylakoleo immer noch in der Tasche. Moment, den müssen wir rausholen, ne? So, bleibt mal stehen. Stimmt. Vielleicht. Und ein Cinomagrops. Genau. Jetzt, wo ich unten wieder. Nee, den hatten wir schon. Stimmt, der hat sogar schon einen Sattel. Alles klar. Ja, ich muss immer erstmal ein bisschen wieder ins Spiel kommen. Wenn ich neue Aufnahmesession mache, dann muss ich immer erstmal gucken, was haben wir denn zuletzt alles gemacht. So. Andererseits. Nee, wisst ihr was? Dann gucken wir erstmal, ob wir einen Xenomagrops bekommen. Dafür darf ich ja allerdings kein Tier großartig draußen haben, weil dann wären die Xenomagrops direkt stinkig. So, hier ist alles im Lot. Du, 208er. Wow. Du bist bestimmt schnell wie der Wind, oder? 990 Leben, nur 5,6 Torpor. Ich weiß, dass wir hatten ja vorher schon mal einen. Und eigentlich bräuchten wir jetzt auch wieder einen zurück, ne? Mal schauen. Über den Bolan? Ich weiß nicht mehr, welche besser waren. Ich meine aber die blauen, ne? Ich gehe lieber noch mal gucken. Wir lassen den noch mal ganz kurz da so hocken, wie er hockt. Komme ich hier hoch? Ja. So. Ich gehe noch mal ganz kurz gucken, weil dem kann ich nicht viel Pfeile verpassen, weil sonst stirbt der. Deswegen gehe ich erst noch mal ganz kurz gucken, welches waren jetzt die stärkeren. Ich bin schon komplett durch, sagt euch. Concentrated. Die Lilanen sind die stärksten. Okay. Dann brauchen wir ja davon eigentlich noch vier Stück. Aber machen wir fünf. Hä? Hallo? Was so gemacht? Die Lilanen sind die stärksten. Muss ich mir behalten. Meine Lieblingsfarbe sind die stärksten.
Wir machen, glaube ich, auch nur noch die. Oder? Na gut, die sind aber schon sehr kostenintensiv, ne? Mal von denen noch. Weil die Destill-Narcotics, die sind schon heavy, ne? War das auch mal so dahin, dass wir die Reihenfolge haben. Genau. Und das sind die ganz stark, also die brauchen wir gar nicht machen. Das. Die Lilanen sind schon eigentlich zu stark für hier. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der noch da ist, der Mann. Ne? Der kleine Galli? Ja, da ist er noch. Frage ist natürlich, müssen wir den überhaupt bullern? Geht gar nicht, ne? Ah, ich glaube, ich habe den falschen Pfeil drin. Na, ich glaube, er kann eh nicht weg. Kannst du weg? Nee, ne? Habe ich natürlich auch vergessen. So viel Aufwand. So viel Aufwand dafür, dass er sich direkt schlafen legt. Ach Mann. Blue hängt schon wieder fest. Ach Blue, wie hast du das wieder geschafft? Oh. So, Dille. Wir brauchen noch ein bisschen Gemüse. Ein Gemüse. Ein bisschen Gemüse. Ja, Zitrönchen haben wir irgendwie am meisten, ne? Keine Ahnung, warum haben wir so viel Zitronen? Oder habe ich einmal aus Versehen, habe ich drei Zitronen und nur eine Kartoffel angepflanzt? Ich finde das schon seltsam, dass wir so viel Zitronen haben. Wo sind eigentlich hier unsere Torwächter? Oh, Mist. Der verliert ja auch noch so schnell Torpor. Habe ich ganz vergessen. Wo sind denn hier unsere Aufpasser rum? Was soll das denn hier? Ah, die zwei schleichen da unten rum. Ich dachte gerade, Blue hängt schon wieder fest, aber nein, tut er nicht. So. Ja, wir haben jetzt hoffentlich langsam hier hinten den ganzen Burgplatz für uns ergattert. Reicht es? Ich weiß es nicht. Ja, mal zwei von denen mitnehmen. Obwohl ich weiß auch gar nicht, sind die wirklich so oder sind die nur zum Herstellen? Ne, wir lassen das. Oh. Okay, dann halt erst der Galli, dann der Sinomagrops und dann eine Limandria. So der Plan. So, dass der Kumpel hier gleich wieder aufsteht. Ich muss mich zum Räuspern immer mal kurz muten. Oh, hier nimm mal 10. Weil normalerweise hatte ich eigentlich. Nimm die auch noch. Eigentlich war der Plan, dass wir den jetzt einfach hier liegen lassen. Boah. Oh, ich kann hier gar nicht raus. Schlafen Sie nicht mal so da drüben rum, Mensch. Hier schlafen Gallis. Schlimm. So, wir schauen mal. Zeigt aber immer noch, ne? Also viele Pfeile hätte der nicht vertragen. Zeigt immer noch.
Wird das ja hoffentlich schaffen, oder? Sagt immer noch, ja, komm, wir fahren. Fahren. Nein, wir fliegen auch nicht. Herrschaftszeiten. Wir teleportieren uns jetzt mal zum grünen Obelisk. Hätte vielleicht noch auf ein Tier steigen sollen. Okay. Hier ist es noch ruhig. Ja gut, im Singleplayer war ich hier noch nie. Wir müssen jetzt erstmal die ganzen Tiere triggern, denke ich. Und dann schauen wir mal. Ja. Ich nehme doch lieber mal das Schwert raus. Ich habe jetzt auch gar keinen Vogel mit, ne? Nur den Tulakuleo. Nehmen wir mal raus, die Tamara. Ja, gar nichts los, ne? Oh. Hallo? Bin er allein? Nein, jetzt kommt er hier nicht hoch. Doch. Er ist schon sauer auf uns. Oh, der teilt gut aus. Knirsch. Nicht, dass unsere Tamara was passiert, dann bin ich, glaube ich, echt sauer. Oh, das können wir alles wieder. Fallen lassen. Oh. Auch so ein starker. Ich suche doch nur ein Cinnomar-Korps. Da unten flattert was rum. Dimorphodon. Moment, ich muss erstmal leveln, sonst erkennt man das alles nicht. Wow. 12 Level. Dieser Tylakoleo wird ein Monster. Morphodon. Level 208er, die Morphodon. Perfekt. Jetzt hat natürlich alles voller Artis. Und die Morphodon. Oh, wie Raptor. Hyänen. Na, ihr traut er euch nicht. Diese Viecher, ey, die gehen mir so auf den Nerv.
Dackelkäfer hier? Dieser Tylacoleo ist echt krank. Was? Ja, dann mach dich doch vom. Ja. Lassen Sie mich mal hier durch. Hier gibt's Kackekäfer. Was haben wir hier? Wie los? Da ist einer. Und den haben wir jetzt natürlich. Ich nehme das erstmal alles an mich. So. Ich hätte gerne einen Sinomakrops. Hallo, komm zurück. Hallo. Das ist ein 24er. Oh, really? Warum bist du denn jetzt pissig auf mich? Nur weil ich eben Tylacoleo dabei hatte? Aber ich hab doch. Okay, den nehmen wir schon mal nicht. Wow, was ist hier mal ein Sinomakrops? Gott, hier will ich nicht runterfallen. Was sind die Morphodon? Da hinten flattert was. Hier ist alles voller Schnecken. Oh. Entschuldigung, ich würde hier gerne nur mal kurz durch. Ich. Hilfe! Sinomakrops. 72er, immerhin besser als ein 24er, oder? Guck mal, ich hab. Hallo, kleiner Mann. Ich habe ganz viel Chitin für dich. Hallo? Hä? Wieso werden die denn. Warum werden die alle Akku auf mich? Vielleicht wegen dem Dimorphodon. Das kann natürlich sein. Moment. Den habe ich vergessen. Und es ist Nacht. Ach Gott. Mensch, hau doch ab. Ich will dich nicht auch noch töten müssen. Er steht sogar auf Passiv. Der macht hier überhaupt nichts. So. Habe ich jetzt alles weg, was die Akku machen könnte? Ist ja schlimm. Ja, an den Dimo habe ich nicht mehr gedacht, tatsächlich. Aber da hinten ist er schon. Wo ist er denn jetzt? Hallo? Das sind 24er. Ich werde bekloppt. Warum sind die denn alle so low-level? Und das ist der 72er. Okay. Was? Was ist denn jetzt noch Akku an mir? Ich guck doch mal, ich laufe doch einfach hier rum. Ich habe überhaupt nichts an mir. Was stimmt mit euch Viechern nicht? Oder was mache ich falsch? Ich dachte, ich muss einfach nur mit Chitin in deren Nähe gehen. Und dann finden die das toll und kommen. Habe ich gedacht. Aber nö. Ich habe jetzt alles hier eingepackt. Komm nicht mal so weg. Brauchen wir doch alles nicht. Die würde ich gerne mal aufheben wollen. Immer noch ein bisschen auf Gewicht. So, es wird auch wieder hell. Sorry, dass ich jetzt eben vergessen habe, Gamma anzumachen. Mann.
Außer ist der 72er hin. Die flattern sich aber auch im Wolf, die Viecher, ne? Ein 80er. Der ist von der Schlange gebissen worden. Schubs mich nicht hier runter, Freund. Mann, 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 Mann. Dilo. Ist alles voller Schnecken, ey. Das ist so nice. Weiß es nicht. Ach Mann. Ernsthaft. Was habe ich euch denn jetzt getan? Warum habe ich irgendwas an mir heute? Gebt mir euer Chitin. Oh ne, die Mega Neura ist entspannt. Okay, ich dachte nämlich schon. Wo ging's noch mal hoch zum... Mann, ey! Das nervt mich hier. Aua. War nie eben hier und jetzt... Was mache ich denn falsch? Oder muss ich mich langsam nähern? Jetzt ist die Folge gleich rum und ich habe gar nichts geschafft. Außer hier durch den Dschungel zu rennen wie so eine Bekloppte. Ich wüsste auch gerne, wie ich da runterkomme. Von hier aus wahrscheinlich gar nicht, oder wie? Das Problem ist, guck mal, wie viele da unten rumflattern. Die Frage ist halt echt... Wie kommt man da runter? Ist das schnellste, wie er rennen kann? Really? Komm mal hier vorne vielleicht irgendwie runter? Ja, hier kommen wir definitiv. So, von hier aus sollte ich auch wieder alleine runterkommen. Wollt ihr mich vergackeiern? Ich finde ja so ein 88er schon toll. Da vorne ist auch noch einer. Der 136er. Und was ist der? 224. Oh, der wäre nice. Aber wieso werden die denn alle rot? Warum? Muss ich irgendwas zu mir nehmen, damit die nicht aggro werden? Hat jemand schon einen? Oder sind die hier wegen den... Hä? Ich verstehe es nicht.
Hier ist alles voll von denen, aber ich verstehe nicht, warum die. Oder muss ich das auf einem anderen Platz haben? Oder wo muss ich das haben? Ich habe nicht. I don't know. Ich habe alles voller Chitin für euch, Freunde. Und ihr seid sauer auf mich. Ich habe keine Waffe ausgerüstet. Nichts. Ich krebse hier rum. Und die sagen, nö. Und das verstehe ich nicht. Chitin, ja. Muss ich nackt sein? Ich weiß es nicht. Ich schwimme jetzt nochmal hier rüber. Oh nein! Nicht du! Bin ich auch noch. Und ich kippe mich nicht um. Aber ich denke mal, einmal beißen macht nicht so viel, oder? Da muss man warten, bis sie sich setzen oder wie oder was. Ich meine, die sind ja die ganze Zeit am Flattern. Das ist echt alles voll und ich krieg davon keinen. Ja, der wird direkt rot. Verstehe ich nicht. Irgendwas verstehe ich bei den Viechern nicht. Irgendwas mache ich falsch. Ich weiß nur nicht was. War noch eben auch alles voll. Ich meine, mehr als mich hierher hocken kann ich nicht. Ich dachte irgendwie auch, die kommen dann von Weitem zu einem. Weil sie das Chitin riechen. Aber nö. Ich habe jetzt extra auch das Fernglas weggesteckt. Nicht, dass das Fernglas die triggert. Ich habe keine Ahnung. Endlich lassen wir das und kümmern uns erst nochmal um andere Sachen. Wie gesagt, wenn ihr wisst, was ich falsch mache, dürft ihr mir das gerne mal schreiben. Also, soweit ich weiß, muss man sich einfach nur mit Chitin denen nähern. Oder ist das, weil ich eine Chitin-Rüstung anhab? Soll ich mich auch noch? Ich meine, ich hab keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Oder ist es das Fernglas gewesen? Was die so triggert, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt definitiv nichts mehr an mir, was sie in irgendeiner Form aggro machen könnte. Es sind hier natürlich auch wieder keine mehr, ne? Doch, jetzt fliegt da drüben wieder einer rum. Die wollen mich doch trollen, oder? Komme ich hier rüber, fliegen die nach da. Kann auch nur. Man muss ja hier schwimmen. Na?
Ja, ich bin nackt und es klappt. Man muss einfach nackt sein. Bleib bei mir, kleiner Mann. Oh Mann. Oh, unser Galli ist gezähmt. Jetzt hängst du hier fest? Oh. Magst du wieder? Wir haben einen Sinomagrops. Oh mein Gott. Kleiner süßer Mann. Oh. Juhu. Batsch. Aua. Oh, ich glaube, das müssen wir noch üben. Oh, ich habe endlich einen. Oh ja, oh ja. Werden die anderen denn jetzt auch pissig, wenn ich... Vielleicht war es die Chitin-Rüstung. Ich meine, sie essen Chitin und wenn ich die dann an mir habe oder so. Ich weiß es nicht. Oder es war tatsächlich das Fernglas. Hier war doch irgendwo noch einer. Moment, ich muss erst noch mal gucken. Da. Da hinten. Ich weiß jetzt nicht, ob der aggro wird, weil ich jetzt den anderen auf der Schulter habe. Wir gucken einfach mal. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Ich würde Carrie hier. Dschungel. Wo ist das Vieh? Hey, der. Oh. Level 224. Den nehmen wir noch, oder? Ich meine, ich bin zwar jetzt über der Zeit, aber jetzt ist es mir auch schon egal. Ganz ehrlich. Jetzt ist es auch schon wurscht, Freunde. Das ist ein Männchen. Ich weiß jetzt nicht, was wir da auf der Schulter haben. Ist das auch ein Männchen oder ist das ein Weibchen? I don't know. Mal gucken. Das ist ein Mädchen. Ihr wisst, was das heißt. Du geh mal weg. So. Oh, wo fleucht da rum? Hier hinten. Tu mir einen Gefallen, nicht so weit übers Wasser. Komm, Schätzchen. Komm mal schön wieder zurück zu Mama. Oh ja, oh ja. Lecker haben. Lecker, ja? Lecker haben. Na, ja, lecker haben. Oh, jetzt kommt gleich mein Hund an. Du hast lecker gesagt, Frauchen. Ah, oh. Oh, endlich. Ich weiß auch nicht, ob ich mich bücken muss oder nicht. Ich mache jetzt einfach alles. Weil die sind ja so empfindlich. Wir sind bei 71%. Normalerweise müssten wir jetzt bei der dritten Zähmung müssten wir den haben, ne? Und das wäre fast ein Max-Level. Komm zu Mama. Komm. Komm bei mich. Ja, komm bei mich. Ja, komm zu Mutti. Flattert er jetzt weg, weil ich kurz aufgestanden bin? Er hatte doch schon Herzchen. Er kommt wieder zurück, er nähert sich. Aber diesmal nicht aufstehen. Komm zu Mami. Ja, fein. Yay. Yippie, yay, yay, yay. Oh, wir haben zwei Sinomagrops. Und ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Eure Shazadi. Ciao, ciao.